Wir sind ja nicht allein auf dem Markt unterwegs. Ja. Ja, jetzt, was ist eigentlich, wie wir es machen können, ja, aber was ist der Alleinstellungs-, was sind die Alleinstellungsmerkmale? Können wir mehr als andere? Also ich sage jetzt mal gerade an der Punkt da von unten, also da hat ja dieser Coaching-Ansatz, was ich vorher auch gesagt habe, Vertrauen beim Kunden, ich glaube, wir haben, wenn ich jetzt so die Interface, so wie ich sie jetzt auch kenne, wir haben ja vorher im Geschäftsfeld Grün, hat uns da Thomas ein bisschen aufgezeigt, mit welchen Kunden und wie wir da drin sind, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, ein Vertrauensverhältnis zum Kunden zu haben, eine enge Beziehung, also eine langjährige Beziehung zum Kunden zu haben, dass er uns das abnimmt, dass es auch, sagen wir mal, dass man Erfahrung hat in den Themen. Ich habe einmal vor zwei, drei Jahren war das mal mit einem, ich will jetzt Namen nicht nennen, aber ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem, also wirklich, sagen wir mal, Hochkaräter, was IT angeht. Der hat dann zu mir gesagt, als ich ihm das auch so ein bisschen vorgestellt habe mit dem Coaching, hat er gesagt, wissen Sie, hat er gesagt, Frau Hittmann, wir hätten früher, wenn ich Sie so sehe, dann sind Sie Saatkartoffeln. Wir hätten früher in unserer Firma diese Saatkartoffeln nicht zum Kunden geschickt, weil die brauchen wir selber. Also ich sage jetzt mal, wenn ich ein Dienstleister bin, wo ich selber Projekte mache, dann brauche ich diese Saatkartoffeln, habe ich gesagt, ja, diese Saatkartoffeln in der Firma, um meine Teams drum zu scharen. Wenn man das rüberbringt, dass man so eine Saatkartoffel ist und die beim Kunden platziert, dann kommt, sagen wir, diese Saatkartoffel natürlich, die sät ja sehr viel aus. Das heißt, da wird beim Kunden sehr viel generiert. Und ich sage, sowas zum Beispiel rüberzukriegen beim Kunden, sowas, dass der Kunde selber, dass die Mitarbeiter beim Kunden von der Saatkartoffel profitieren, das ist zum Beispiel schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das tun viele so nicht, ja.